Video, vielleicht haben das ja einige gesehen. Da waren ja auch ein paar sehr romantische Szenen sozusagen drin und ich wollte das jetzt nochmal klarstellen. Also die Person in dem Video ist Conny oder Konstantin, das ist ein sehr guter Freund von mir aus Köln, der auch in Kapstadt war. Und ich hatte das Glück, dass wir sozusagen zusammen diese Schnittbilder umsetzen konnten. Wir sind aber nur gute Freunde und sind nicht zusammen oder so. Aber ich muss sagen, also als ich das Skript für das Video gedreht habe, wollte ich ganz bewusst solche Sequenzen in dieses Video einbauen, einfach um Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen, weil ich finde, so verliebt zu sein oder Liebe ist einfach ein wunderschönes Gefühl und ich wollte so ein bisschen dieses Gänsehautgefühl einfach auch ja, beim Zuschauer rüberbringen und das kann man halt natürlich nur, wenn man das mit jemandem so umsetzen kann und da bin ich sehr dankbar, dass ich das mit Conny einfach machen konnte und dass das auch gar nicht awkward war, das Ganze so zu filmen und ja, das fand ich halt wirklich eine schöne Sache, weil ich habe auch das Gefühl, wenn man so Emotionen nutzt und die in ein Video einbaut, dann kann man auch die ganze Message von einem Video viel besser rüberbringen. Wie auch so dieses erste Kennenlernen natürlich immer wieder ist. Das ist was ganz Tolles einfach. Und ist aber für mich immer noch so eine Sache, wo ich, glaube ich, nicht wüsste, wenn ich jetzt jemanden so gut kenne, dass ich auch wüsste, dass es wirklich was Längerfristiges, ob ich die Person sozusagen ins Internet stellen würde oder ob auch die Person natürlich dazu bereit wäre. Ich glaube, das ist was, da muss ich mir jetzt noch keine Gedanken machen oder so, aber ich finde es auch was Schönes, wenn man das so ein bisschen natürlich für sich auch privat halten kann und das nicht zwingend immer so öffentlich teilen muss. Aber wie gesagt, an dem Punkt bin ich jetzt aktuell auch gar nicht, sondern mein Dating und Liebesleben und so ist doch irgendwie da ein bisschen chaotischer, als ich es mir vielleicht wünschen würde. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich aktuell echt an so einem Punkt, wo ich mit mir sehr im Reinen bin, wo ich sehr zufrieden bin mit mir und mit meinen beruflichen Dingen, aber auch irgendwie privat. Ja, und trotzdem habe ich mir über so manche Sachen nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil es war jetzt diese Woche sozusagen auch Valentinstag und den habe ich ja leider tatsächlich sogar krank im Bett verbracht. Und da habe ich dann auch immer noch so ein bisschen Zeit gehabt. Und ich bin auch so ein großer Freund davon, nicht zwingend ein Tagebuch zu schreiben, aber einfach immer, wenn einem was durch den Kopf geht, das Ganze zu notieren. Und das habe ich halt jetzt auch gemacht, weil ich hatte ja letztes Jahr auch sehr viel damit, sagen wir, zu kämpfen, dass ich immer an jemanden hing, der mir überhaupt nicht gut getan hat. Und dann habe ich zufällig so jemanden kennengelernt, wo es irgendwie total spannend war, dass ich irgendwie so einfach kennenzulernen und sich so zu treffen und ich habe da einfach ein paar Sachen mal aufgeschrieben, die mir so im Kopf hängen geblieben sind, weil was ich einfach unglaublich cool finde, wenn man jemanden kennenlernt oder wenn man auch jemanden datet, ist, dass man sich halt auch viel besser kennenlernt. Das hört sich jetzt so ein bisschen egoistisch an, aber dass man halt viel mehr sich seiner selbst bewusst wird und auch seiner eigenen Stärken und auch seiner eigenen Schwächen. Und das ist irgendwie was richtig Faszinierendes, dass einem das manchmal erst so richtig bewusst wird, wenn man mit einer anderen Person sehr intensiv irgendwie interagiert. Aber es ist halt auch irgendwie was Schönes, weil einem das natürlich dann, wie gesagt, auch hilft, die eigenen Stärken besser zu kennen und man sich dann auch so ein bisschen mehr zutraut und dann vielleicht auch mal mehr über seine Grenzen oder den eigenen Horizont hinaus wächst, weil man halt auch irgendwie erstens seine Stärken mehr kennt und auch schätzt. Aber auch wenn man so ein bisschen weiß, man hat noch jemanden, der einem so den Rücken ein bisschen stärkt. Und das finde ich halt wirklich so ein ganz tolles Gefühl, wenn man jemanden hat, dem man so unglaublich vertrauen kann. Das ist schon was echt sehr, sehr Schönes einfach. Also, und ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt jetzt auch nichts, wo man oder wo ich jetzt aktuell sagen könnte, es ist besser Single oder in einer Beziehung oder so zu sein. Ich glaube, man muss immer aus allem so ein bisschen das Beste draus machen und man darf vor allem sich auch nicht irgendwie dafür verurteilen, warum man vielleicht gerade Single ist oder warum man das und das wählt, sondern man sollte halt auch immer so ein bisschen schauen, was einem selbst halt gut tut. Und wie gesagt, das habe ich ja letztes Jahr auch so ein bisschen gemerkt, dass man sich auch manchmal dann trauen muss, einfach sich von Leuten sozusagen zu verabschieden, die einem nicht gut tun, einfach damit man dann offen ist für Neues oder für anderes, weil das, was vielleicht dann als nächstes kommen kann,
viel besser ist, als man das je erträumt hätte. So. Ja, und ansonsten hänge ich immer noch so ein bisschen gerade an Kapstadt. Das war schon wirklich so eine schöne Zeit da. Vor allem einfach jeder Sonnenuntergang in Kapstadt ist so ein Traum. Also schon allein deswegen würde ich da einfach nochmal hinfahren, nur wegen der Sonnenuntergänge. Aber ich habe mich auch ein bisschen beschwert, tatsächlich, als ich gestern mit meiner besten Freundin telefoniert habe, dass ich vielleicht nicht ganz so viel Kapstadt erlebt habe, wie ich es gerne hätte. Und dann hat sie mich so angemeckert, dass ich ja auch sehr viel einfach immer in meinem Umfeld geblieben bin. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die ich wieder diese Woche oder die ich wieder so für mich gelernt habe, woran ich auf jeden Fall arbeiten will, dass ich mehr aus meinem Umfeld auch mal rausgehe und mich auch mal traue, Dinge alleine zu machen. Weil in Kapstadt, wie gesagt, waren wir viel auch mit Bloggern unterwegs, waren sehr viel in so schicken Cafés und so Instagram-Hotspots. Und da trifft man halt gefühlt immer die gleichen Leute und auch immer irgendwie Deutsche. Und das ist ja auch manchmal ganz nett und cool. Aber wir waren zum Beispiel einen Abend auch mal mit dem Korrespondenten vom Handelsblatt essen, der seit 30 Jahren dort lebt. Und der hat uns nochmal ganz andere Sachen über Kapstadt erzählt. Zum Beispiel auch, dass, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber dass Afrika bis 2050 seine Bevölkerung verdoppelt haben wird und dass das Durchschnittsalter in Afrika einfach unglaublich jung ist. Ich blende euch das jetzt nochmal hier ein. Und welche Herausforderungen das natürlich auch für diesen Kontinent bedeutet. Es ist einfach unglaublich. Und sowas lernen zu dürfen oder zu erfahren, das fand ich halt auch richtig spannend. Und das lernt man meistens nur, wenn man aus seinen typischen Kreisen so ein bisschen ausbricht oder als wir, also Lea und ich, dann mal auf der Straße wirklich unterwegs waren und mit Leuten gesprochen haben und sowas. Hätte ich mir gewünscht, dass ich das öfters gemacht hätte oder dass ich auch mal den Mut gehabt hätte, alleine rumzulaufen in Kapstadt. Aber da hatte ich echt so ein bisschen auch Angst, weil mir natürlich ganz viele Leute gesagt haben, man muss da aufpassen, dass einem nichts passiert, weil es da alles so gefährlich und so weiter. Vielleicht war jemand von euch auch schon mal in Afrika alleine reisen und kann mir da auch Tipps geben, ob es wirklich so gefährlich ist oder wenn man jetzt auch mit wenig materiellen Dingen rumläuft, dass einem da vielleicht doch gar nicht so viel passieren kann. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Genau, ja, und das sind so ein bisschen die Dinge, die mir aktuell wieder so durch meinen Kopf gehen, die ich mir so notiert habe. Ja, ganz viel zum Thema Liebe, Dating, Beziehung. Ich meine, irgendwie, wie gesagt, war ja die Woche Valentinstag, obwohl ich den jetzt nicht so für mich mitgenommen habe, weil ich halt, wie gesagt, auch aktuell nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt weniger wert bin, weil ich Single bin oder keine Ahnung, irgendwas, sondern alles ist gut. So, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ich irgendwann nochmal wieder jemanden kennenlernen kann. Aber das ist, glaube ich, echt gar nicht so einfach. Und vor allem, wie gesagt, kann man das ja auch nie so vorhersehen. Also manchmal weiß man einfach nie, wann man jemanden wo trifft. So. Und wie das Ganze sich dann so weiterentwickelt. Ja. Mehr gibt es echt, glaube ich, nicht zu erzählen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Kapstadt oder so, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten versuche ich jetzt auf YouTube hier auch wieder, ja, guten Content zu machen, regelmäßig. Aber ich merke halt auch immer, wenn ich mir so ein bisschen Zeit nehme, dann werden die Videos auf jeden Fall auch besser. Also zum Beispiel jetzt auch das Video aus Kapstadt. Das hat so viel Spaß gemacht, da ein Skript zu schreiben, das umzusetzen, das dann auch noch mit so einer tollen Organisation oder für so eine tolle Organisation produzieren zu können. Und sowas liebe ich halt. Und ich merke halt immer, je mehr Leidenschaft und Herzblut ich reinstecke, desto besser wird es dann halt auch. Ja, aber nächste Woche geht es auf jeden Fall für mich nach Rom, an die Uni. Und da werde ich euch auch mal mitnehmen, was mich da so erwartet. Ich glaube, das wird auch wirklich eine ganz spannende Reise. Und dann ist auch so wieder so ein Hauch Alltag. Obwohl, nicht so richtig, aber es geht auch noch nach Brüssel ins Parlament für die Europawahlen. Und stimmt, was ich auch noch sagen wollte bezüglich meines Events, wovon ich ja auch schon öfters hier geredet habe, habe ich jetzt ein festes Datum festgelegt, der 14. März. Also wir haben auch schon tolle Partner gefunden. Also schaut gerne mal in die Infobox, da findet ihr nochmal alle Informationen. Ich würde mich so freuen, euch kennenzulernen, mich mit euch auszutauschen und gemeinsam zu netzwerken. Wie gesagt, wir haben auch tolle Unternehmen, die nach coolen Talenten suchen und die auch ein bisschen was an Wissen vermitteln. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.